Das Wort hat der Abgeordnete Kollege Dr. Markus Büchler von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wer viel Bahn fährt, der kennt das lustige Sprichwort, die Bahn hat vier Hauptprobleme und die heißen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Bei diesen vier Hauptproblemen hat es bislang wenigstens eine Entschädigung gegeben für die Fahrgäste, wenn die Verspätungen aufgetreten sind von über einer Stunde auf eine Entschädigung von 25% des Fahrpreises, bei zwei Stunden von 50% des Fahrpreises. Und das ist ja eh schon ein schwacher Trost, wenn man den Termin nicht hat erreichen können, wenn die Anschlüsse nicht funktioniert haben. Und diesen schwachen Trost, der soll jetzt den Fahrgästen noch weggenommen werden, wegen in Fällen höherer Gewalt. Noch nicht einmal klar ist, was ist höhere Gewalt. Jetzt gerade ist wieder Bahnchaos in der ganzen Region München. Wegen einem ausgefallenen Stellwerk ist es dann auch höhere Gewalt. Eine zugefrorene Weiche wegen Winterwetter ist es dann vielleicht auch höhere Gewalt. Am Schluss hat dann der Fahrgast womöglich noch die Beweislast und muss nachweisen, wenn er eine Entschädigung haben will. Was für ein Unsinn, was für ein Rückschritt, meine Damen und Herren. Und besonders ärgerlich an diesem Beschluss der EU-Verkehrsminister ist, dass der deutsche Verkehrsminister Scheuer hier auch noch mitgestimmt hat. Und er hat nicht etwa versehentlich mitgestimmt, das kann ja mal passieren, sondern er hat auch noch absichtlich mitgestimmt und hat es auch verteidigt gegenüber der Presse als Ausgleich zwischen den Interessen der Fahrgäste und der Eisenbahnunternehmen wörtlich. Was für ein Schlag ins Gesicht der Fahrgäste, was für eine Verhöhnung angesichts der verheerenden Pünktlichkeit der Deutschen Bahn und der Bahn in unserem Land. Wir Grüne wollen die Fahrgastrechte stärken und nicht schwächen, meine Damen und Herren. Wenn Bäume aufs Gleis fallen bei Sturm, wenn Strecken unpassierbar sind wegen zu viel Schnee, dann ist der Netzbetreiber zuständig. Und das ist in den allermeisten Fällen in Deutschland und in Bayern die DB Netz. Die DB Netz ist dafür zuständig, die Strecken unter allen Umständen, auch bei schlechtem Wetter, befahrbar zu halten. Und genau dieser DB Netz, der geben Sie jetzt und Ihr Verkehrsminister in Berlin, geben Sie jetzt einen Freibrief, die Pflege der Strecken weiter zu vernachlässigen, mehr als bislang schon. Heißt es dann Winterdienst und Vegetationsrückschnitt, die sind nur noch dann möglich, wenn die DB Netz gerade Lust dazu hat. Nein, die Entschädigungen für Fahrgäste dürfen nicht weiter beschnitten werden. Das EU-Parlament hat recht. Die fordern nämlich eine Verdoppelung der Entschädigungen von 25 auf 50 beziehungsweise bei zwei Stunden Verspätung von 50% auf 100%. Das ist der richtige Weg, wie man Druck auf die Eisenbahninfrastrukturbetreiber machen kann, die Strecken befahrbar zu halten, meine Damen und Herren. Und Sie von der Regierung sagen, Bayern sei ein Bahnland. Auf jeden Zug lassen Sie es draufschreiben, Bahnland Bayern. Und ich finde, statt Fahrgästen Rechte wegzunehmen, sollten Sie lieber die Infrastrukturbetreiber dazu verpflichten, die Strecken anständig in Schuss zu halten. Sie sagen, da ist Bayern nicht zuständig, sondern der Bund. Ja, aber für den Nahverkehr könnten auch Sie eine Vertragsbeziehung herstellen zwischen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Nehmen wie der DB Netz und damit Druck ausüben, dass eine ordnungsgemäße Vertragsdurchführung möglich ist, dass sie eine Verträge herstellen, die die Leistungen für einen zuverlässigen Bahnverkehr erzwingen. Deshalb hören Sie auf, uns Bahnfahrer auch noch mit dem Streichen von Entschädigungsmöglichkeiten zu quälen. Sorgen Sie für mehr Fahrgastrechte und für zuverlässigere und pünktlichere Züge. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Hans Friedl von den Freien Wählern.